Hallo, mein Name ist Jakob Stöger. Ich hatte einen Sommerjob im Institut für Hochenergiephysik in Wien. Und in diesem Video werde ich einen typischen Tag von mir zeigen. Das war mein Arbeitsraum. Ich hatte einen eigenen Computer. Die meiste Zeit, wo ich hier gearbeitet habe, waren auch noch andere Kollegen im Raum. Ich musste auf meinem Computer oft Statistiken und Ergebnisse vergleichen. Morgen, du bist der Jakob, gell? Der Christian hat noch ein paar Sachen für dich. Hat gesagt. Okay, was? Hast du mir die Tür gestellt? Geht? Ich bin mir nicht klar. Ja, sofort. Eine meiner Hauptaufgaben bestand darin, die Funktion von Siliziumplättchen zu testen. Das hat so funktioniert: Man hat die Plättchen mit Nadeln kontaktiert. Zwei von ihnen haben Strom durch ein Plättchen geführt und zwei andere haben die Reaktion gemessen. Also Computer, dann hast du deine Interesse. Das müssen wir jetzt nicht sehr viele Messungen machen, weil in nächster Zeit, sonst wird es vielleicht lustiger. Okay. Ich hatte jeden Tag eine halbe Stunde Mittagspause. Die meisten Mitarbeiter hielten sich in der Mittagspause in diesem Raum auf. Am Nachmittag und in der Zeit, in der ich keine bestimmte Aufgabe hatte, habe ich mich mit der Fertigstellung von Aufgaben vom vorigen Tag beschäftigt. Und das war ein typischer Tag in meinem Sommerjob.